Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie beim Essen Wasser trinken sollten? Natürlich kann man das, aber sollte man das tun? Ich bin sicher, Sie haben die Meinung von Ernährungsberatern gehört, dass man Lebensmittel unter keinen Umständen mit Wasser vermengen sollte, weil die Konzentration des Magensaftes abnimmt und man davon dicker wird. Aber kann normales Wasser so viel Schaden anrichten? Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung finden. Wollen Sie wissen, warum einige Experten empfehlen, sich von der Gewohnheit, beim Essen Wasser zu trinken, zu befreien? Man nimmt an, dass es die Verdauung beeinträchtigt oder unverdaute Nahrung in den Darm drückt. Experten sagen, dass Wasser die Magensäure reduziert, und wegen des gelösten Magensaftes ist die Nahrung viel schwerer zu verdauen. Gleichzeitig sehen die Gegner dieser Theorien nichts Falsches daran, zu trockene oder salzige Lebensmittel zu verflüssigen. Was passiert also mit Nahrung und Wasser im Magen? Der Verdauungsprozess beginnt lange bevor die Nahrung in den Mund gelangt. Allein der Gedanke, bald etwas zu essen, erhöht den Speichelfluss. Es ist die erste Stufe der Verdauung, denn der Speichel enthält Enzyme, die die Nahrung auflösen. Der Körper verdaut Nahrung normalerweise innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sobald es in den Magen gelangt, wird die Nahrung mit Magensaft vermischt. Die Nahrung gelangt dann in den Dünndarm, wo ihre Überreste den Verdauungssäften, der Galle und den Bauchspeicheldrüsen und Leberenzymen ausgesetzt sind. Im Durchschnitt gelangt die Nahrung in 6 bis 8 Stunden vom Magen in den Dickdarm. Im Gegensatz zur Nahrung durchläuft Wasser den Verdauungstrakt viel schneller, etwa 10 Minuten. Wenn Sie also Wasser essen und trinken, geht dieses durch den Magen, befeuchtet die Nahrung und gelangt in den Darm. Die Flüssigkeit reduziert nicht den Säuregehalt des Magensaftes. Man darf seinen Körper nicht unterschätzen, er ist schlauer, als man denkt. Wenn der Magen das Gefühl hat, bestimmte Nahrungsmittel nicht verdauen zu können, produziert er mehr Magensaft als üblich. Selbst wenn Sie 3 Liter Wasser trinken, ändert sich Ihr Säuregrad nicht. Vergessen wir nicht, dass das Essen auch Wasser enthält. So enthalten zum Beispiel Ananas, Himbeere oder Orange 87% Wasser und Gurke 96%. Forschungsergebnissen zufolge hat die Flüssigkeit keinen Einfluss auf die Gärungsgeschwindigkeit, so dass Sie beim Essen nicht auf Wasser verzichten müssen, wenn Ihr Körper es benötigt. Wenn Sie lernen, auf Ihren Körper und seine Bedürfnisse zu hören, wird es Ihnen helfen, gesünder und glücklicher zu werden. Trinken Sie gerne Wasser beim Essen? Schreiben uns gerne einen Kommentar. Bis bald. Ciao, ciao.